Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir die Frequenz Melody of the Monks vorstellen. Es hat ziemlich lange gebraucht, bis sie fertig war. Genau gesagt, 2 Jahre habe ich an der herumgefeilt, bis ich den Skill hatte, diese Art von Technologie und diese Art von Melodie hinzubekommen und diese Wirkung hinzubekommen. Und nun ist es soweit, ja. Weil seit 2 Jahren ist die Frequenz als Cover im Shop, aber nicht als Datei und jetzt ist sie verfügbar. Ja. Melody of the Monks funktioniert in 3 Phasen. Jede Phase dauert jeweils 15 Minuten und wie der Name schon sagt, ist das eine tibetische Meditation mit Klangschalen und Gesang dazu. Ja. Jedoch dachte ich mir, das kann es nicht sein, es muss noch mehr geben, es muss noch mehr hinein, was das Ganze auf ein anderes Level hebt. Ja. Und so habe ich das Ganze in diese 3 Phasen aufgebaut, in dieses Abenteuer, welches man erlebt. Und in der ersten Phase beginnst du in der Nacht auf einem Berg. Ja. Also du hörst den Wind, du hörst die Tiere in der Nacht. Gleichzeitig hörst du eine Melodie, die sozusagen den ganzen Einstieg in dieses Abenteuer macht. Und ein Gesang dazu. Ja. Und das Ganze ist in 3D, also du hörst von jeder Seite verschiedene Harfen, Klangschalen, Singing Bowls und alles Mögliche und alles bewegt sich und dreht sich. Ja. Das Ziel der ersten Phase ist eine Dissoziation zu erzeugen, dass du aufhörst nachzudenken, ja, dass dein Verstand runterfährt, dass du einfach in diese Geschichte eintauchst. Ja. In der Phase 2 werden die Klangschalen weniger und eine andere Geschichte wird erzählt. Eine andere Melodie kommt, ein anderer Gesang kommt und er übergeht so in diese Hauptdarstellung, in den Höhepunkt der Geschichte. Ja. Aber was das genau ist, möchte ich nicht hier erzählen, sondern lass dich einfach dann überraschen. Ja. Und dann schwingt das Ganze rüber in die Phase 3, also das Ganze ist eine Geschichte, die in der Nacht anfängt, wo in der Nacht etwas passiert. Und das, was passiert, ist der mittlere Part und dann geht es sozusagen in den Früh, in den Morgen. Da kommt dann wieder auch der Wind, die Windbrise. Und man hört die Vögel in der Früh plus die Gitarre, die tibetische Gitarre, die sich im Kreis bewegt und mit dir gemeinsam sozusagen in den Tag beginnt. Ja. Und im Hintergrund laufen 2 Frequenzen. Die eine Frequenz führt dich von 12 Hertz auf 0 Hertz hinunter und die andere Frequenz, die führt dich in den 4-Hertz-Bereich. Das heißt, das ist genau die Grenze zwischen Theta und Delta, wo du eine tiefe Trance erleben kannst. Du kannst mit dieser Frequenz eine außerkörperliche Erfahrung induzieren, einen luziden Traum, erweiterte Bewusstseinszustände, Channeling-Zustände, alles Mögliche, weil die Technologie dahinter genauso aufgebaut ist. Aber darum geht es gar nicht in dieser Frequenz, sondern es geht vor allem um dieses Abenteuer, um diese Geschichte, die da erzählt wird. Ja. Das heißt, lass dich einfach überraschen, was dich erwartet. Freu dich drauf und ich wünsche dir viel, viel Freude in dieser Frequenz. Du kannst sie entweder in den höheren Formaten downloaden bei uns auf brainwave3d.com oder in unserer App mit allen anderen Frequenzen nutzen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude damit und bis zum nächsten Video.